So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Altair's Chronicles. Hier bei Kugelbrecher LP. So, im letzten Part haben wir das Lazarett der Templer ausgeräuchert von ihnen. Und haben einen Gefangenen dort gefunden, der den Wüstenschlüssel hatte. Den hat er uns gegeben. Und uns gesagt, dass Fürst Basilisk allerdings den zweiten hat. Und dass wir ihn hier finden werden auf einem Fest des Königs. Das hat er uns nicht gesagt, aber der Hüter aus Jerusalem. Und dieses Fest müssen wir nun finden. Und Fürst Basilisk den Schlüssel wegnehmen. Hört sich schon verflucht nach Endgame an. Down. Also. Nein. Jetzt. Die Wachen machen wir einfach mal platt. Das ist ja kein Thema. Ah, das sind die Dolche. Hallo? Was ist mit der Kugel? Ach so, okay. Ah, dieses blöde Fest, wo ist denn das? Vielleicht hilft es ja, wenn wir uns einfach mal unauffällig vergessen, was ich sagte. Ah, die Dolche. Nein. Okay, der ist gut. Der ist sehr gut. Aber nicht gut genug. Ah, oder doch? Hey, was soll denn der Scheiß? Zack. Den Sprungtritt, den wir im letzten Part auch gelernt haben, habe ich den jetzt erstmal vernichtet. Übrigens, genau, sorry, dass im letzten Part kein Ton da war. Ich hatte Probleme mit meinem Mikrofon. Ich habe meinen neuen Prozessor installiert. Und jedes Mal, wenn ich meinen PC neu starte oder eben hochfahre, muss ich quasi mein Headset aus- und anschließen. Und das habe ich in einem dieser vielen Neustartprozesse dann auch irgendwie vergessen. Ja, sorry. Aber ich denke, dass man mich mal nicht dauernd labern hört, das ist ja auch mal in Ordnung. So, was haben wir jetzt hier im Garten? Müssen wir hier auf irgendwas achten? Einen Moment, dieses Gespräch sollte ich belauschen. Feine Seide, Kassierers Geschäft, Kinder. Okay. Fischen. Die Köder müssen. Und vergiss nicht. Ich verstehe. Gar kein Gespräch, aber da wahrscheinlich noch. Sehr gut. Vielleicht finde ich heraus, wo es stattfindet. Eiman, dieser Glückspilz. Er ist heute Nacht. Er ist heute. Nein. Er ist zu dem großen Fest heute Nacht eingeladen. Wirklich? Woher wisst ihr das? Er hat es mir gerade erzählt. Er ist auf der anderen Seite der Gärten. Er pflegt, um diese Stunde durch die Gärten zu spazieren. Okay, der Typ ist also eingeladen, den will ich sehen. Oh. Oh, was ist das jetzt schon wieder für ein... Ja.
Nein. Okay. Kommen so Felsen runter. Das muss irgendwie so eine Attraktion sein. Sorry. Sorry. Eimann war der Name? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Sage mir, wo heute Nacht das Königsfest gehalten wird. Ich muss euch gar nichts sagen. Fort mit euch. Ich bin kein Djinn, dem du befehlen kannst. Okay, dann wollen wir den jetzt mal bearbeiten, ne? Da, ich üb so Druck auf den aus, das glaubst du echt nicht. So. Ich sage es euch. Nur lasst mich am Leben. Das Fest wird in Lacœurs Villa gehalten, im Nordteil der Stadt. Bitte tötet mich nicht. Du hast mich nie gesehen. Warum sollte ich dich umbringen? Ja, natürlich. Habe ich nie gesehen. So, Lacœur also. Wir das Früchtchen erwischen. Ich kenne den zwar nicht, aber... Oh Mann, der Fürst Basilisk, ja. Den finden. Oh. Der Eingang ist schwer bewacht, aber es ist der einzige Weg. Wie? Soll ich hier jetzt einfach jeden umbringen, oder wie? Hey, das war kein Ein. Bam, das ist die Ultra-Technik, ohne Witz. Hallo. Alter, hier. Die Y-Taste, die will manchmal nicht so, wie ich will. Drama, Baby, Drama. Ah, da ist der Bogenschütze. Und da ist er nicht mehr. Wunder, jetzt richten wir mal hier ein bisschen Massaker an das rein. Das meint ihr, Jungs? Oh Mann. Okay, das ist böse. Na! Oh! Das ist richtig böse. Nee, oder? Manchmal sind die Punkte richtig geil gesetzt. Manchmal muss man sich fragen, ob die einen geraucht haben, als die die Speicherpunkte bewegt haben. So, jetzt. Da. Das kennen wir ja, wissen wir ja, wie es läuft. Ja, dann blitzen wir. Dann reißen wir mal ein paar Wachen, oder? Ich habe kurz ein Safe gesetzt. Ist ja nicht, dass ihr euch wundert. Prinzip, wie das funktioniert, sollte ja klar sein. Deswegen habe ich mich jetzt kurz da durchgesaved. Ah, okay. Drücke B, um von einem Netz zum nächsten zu springen. Also ich bitte euch, das hier ist doch kein Schutz. Mal an, was soll denn das darstellen?
Wow! Im nächsten Kampf bin ich aber am Arsch, ey. So, ich habe so das Gefühl, der wird auch bald stattfinden. Auch cool, Wrecking Balls gibt's also hier auch. Okay. Ja, von hier aus ist okay. Ja, die Stacheln hier haben mich gerade ein bisschen verwirrt. Und das tun sie gerade immer noch. Ach, Leute, das ist einfach... An manchen Stellen ist es echt bescheuert. Ja. Einfach nur... Na, das meine ich. Das ist einfach nur behindert. Was soll denn das? Was ist denn das mit diesen Kugeln? Was ist das mit diesen Stacheln, die aus der Wand fahren? So etwas existiert nicht. Was? Danke. Damn. So, nimm das, du Penner. Aha. Ah, ich verstehe. Okay, das wiederum... Wow! Das hat übrigens ja richtig gut funktioniert. So. Und dann treten wir mal die Brücke um. Sind wir jetzt mal bald da, oder was? Nein! Zieh die Brücke hoch! Wir werden angegriffen! Schnell! Hallo, ich bin einer! Einer! Das wär's mit dem. Wenn wir irgendwas übersehen, da oben war doch noch. Genau, da oben ist mein Ziel. Wir haben die Brücke hochgezogen, aber es gibt doch mehr Wege als eine Brücke. Ach du Scheiße.
Scheiß auf die Brücke. Ich brauch kein Mensch. Hey, ich wollte schon gegen die kämpfen. Wow, da ist ein Templer. Oh, also ein großer, meine ich jetzt. Ihr werdet schon wissen, bei Assassin's Creed 1 haben wir das Spiel, was ich da meine. Für mich sind Typen in ganzer Rüstung und mit Rundhelmen Templer. Die heißen wir nicht so. Und ehrlich gesagt war der jetzt ein bisschen arg einfach. Ja, das sollte recht sein. Was müssen wir? Bogenschütze, deswegen muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, denke ich. Toll, die Stacheln haben mir echt gerade noch gefehlt. Toll! Was ist denn das? Ah, Gott sei Dank hat's hier oben gespeichert. Okay, cool. Den mache ich jetzt mal so fertig. Kämpfe nicht dagegen an, schon bald ist es vorbei. So, okay. Dass dafür wirklich nicht ein Taschendruck vonnöten ist, das zweifle ich jetzt einfach mal nicht an. Ey, ich hab mich doch stabilisiert, Mann. Yo. Hallo? Wer seid ihr? Ich bin ein Freund, Assassine. Ich diene dem König, aber in Wirklichkeit bin ich aus Kadars rein. Ihr braucht Hilfe, um hineinzugelangen. Wer diese Burg baute, sorgte auch für einen Geheimgang, falls jemand ungesehen in die Burg hinein oder wieder heraus will. Vier Steine mit ihrem Gewicht müssen heruntergedrückt werden, damit sich der Zugang öffnet. Haltet die Augen offen, Assassine. Doch lasst mich zuerst diese Tür für euch öffnen. Was ist mit euch? Kadar sagt, er habe lange nichts mehr von euch gehört. Es ist schwierig, jetzt wo Basilisk hier ist. Er wacht überall. Sagt meinem Herrn, mir geht es gut. Ich werde ihn bald sehen. Das Glück sei mit euch, Assassine. Okay. Ja, der Kadar, gell? Naja, gut, Leute, ich würde aber mal sagen, an dieser Stelle stoppen wir mal. Moment. Speicherpunkt. Okay. Stoppen wir mal und wir sehen uns im nächsten dann wieder. Bis dahin, ciao.